Jetzt fangen wir erstmal an mit meinem Reaction-Video auf mein allererstes Video, allererstes Mal im TV und mein Intro, oh mein Gott. Ich war zu 90% immer der Erste, immer der Erste. Oh mein Gott, meine Schuhe, guckt euch bitte meine Schuhe an. Oh, was für eine Kameraoptik, alter Schwede. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist was ganz, ganz Besonderes und zwar das erste Mal ein Reaction-Video auf mein Video. Und zwar die allererste Folge von mir. Wie alles begann im TV. Viele von euch fragen mich ja immer, wie bist du dazu gekommen, überhaupt im Fernsehen zu kommen? Wie hast du das geschafft? Und so weiter und so weiter. Wenige von euch wissen, dass meine ersten 7 Folgen bei Sport1 stattgefunden haben. Also es war ungefähr 1,5 Jahre Sport1, bis ich dann irgendwann mal geschafft habe, zu Grip zu kommen. Ich glaube, ich kriege echt 10, 15 Nachrichten pro Tag, wo ihr mich immer fragt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Luxusautos? Wie bist du dazu gekommen, das Ganze so aufzubauen? Das kommt Anfang nächsten Jahres. Jetzt fangen wir erstmal an mit meinem Reaction-Video auf mein allererstes Video, allererstes Mal im TV. Ich habe eine Person das extrem zu verdanken. Ich möchte ihn auch hier namentlich nennen. Das ist der Marc Reuter, der mich von ersten Tag an begleitet hat, der immer hinter mir stand, egal was passierte. Nur mal für euch als Beispiel, für eine Szene, wofür wir jetzt 10 Minuten brauchen, habe ich damals 1,5 Stunden gebraucht. Und das war krass. Die Nervosität. Erstmal auf einmal waren 2, 3 Kameras auf dich gerichtet. Dann hast du deinen Ton, dann hörst du dich selber. Und dann musst du dich konzentrieren, worüber du sprichst, wie du sprichst. Immer mit Brust zur Kamera, diese kleinen Tricks und so weiter, die du am Anfang gar nicht drauf hast. Gar nicht. Bis ich dann gecheckt habe, ey, ich komme am besten, wenn ich einfach abschalte und einfach so bin, wie ich bin. Egal, welche Folge ihr von mir anschaut. Ob Grip, ob YouTube, egal wo. Ich bin exakt so, wie ich bin. Und das ist für mich das Wichtigste. Und solange ich das beibehalten kann, werde ich das weitermachen. In dem Augenblick, wo ich mich verstellen muss, werde ich aufhören. Das verspreche ich euch. Und jetzt fangen wir an mit der allerersten Folge Hamburger Autoperlen. Dazu muss ich euch noch mal ganz kurz was erklären, bevor wir dazu kommen. Okay? Es kam auf einmal einer zu mir in meinem Büro und meinte, Mensch, Ich hab sie jetzt des Öfteren beobachtet. Ich gucke immer, mit was für coole Autos sie handeln und so weiter. Und sie sind ein cooler Typ. Wir haben vor, die PS-Profis zu erweitern. Die PS-Profis kennt fast jeder von euch. Sydney und JP, die Profis schlechthin in Dortmund. Und dann haben sie gesagt, wir möchten das erweitern auf Hamburg und Wien. Ich so, okay. Und jetzt JP, sorry, Sid, sorry. Ich habe mir dann zum ersten Mal überhaupt die PS-Profis angeschaut. Da habe ich sofort auf Hörer gegriffen und meinte, Jungs, das kann ich nicht machen. Bei allem Respekt. Ich handle mit Luxusautos und wenn ich jetzt auf einmal, auch wenn das schöne Autos sind, einen Golf 3, Golf 4 oder ein Polo suche, das ist nicht authentisch, das kann ich nicht machen. Und dann war erstmal richtig Ruhe, 3, 4 Monate, gar nichts mehr, da kam gar nichts mehr. Da kam der gleiche Typ wieder und meinte, ja, ich habe einen Redakteur, der wird dich anrufen, da waren wir schon per Du. Ich so, okay. Und dieser Redakteur war der gewisse Marc Reuter, der mich dann angerufen hat. Und dann fing es an. Ja, Sport1 hat 45 Minuten Sendung frei und wir können das freigestalten, so wie sie möchten. Ich so, coole Sache. Geil, bin ich dabei. Ihr könnt mich begleiten, wie ich Autos einkaufe und verkaufe. 45 Minuten eine Sendung alleine zu füllen, ist echt heftig, ist echt heftig. Also jeden Grip-Beitrag, den ihr von mir seht, Hamid sucht oder auch die Grip-Beiträge, die ich mit Matthias, mit Niki mache, das sind auch immer 3 bis 4 Drehtage für 20 bis 25 Minuten. Und dann stellt euch vor, 45 Minuten Sendung für Fernsehen. Das ist echt aufwendig. Dann haben wir gesagt, wir haben einen dazugeholt. Das ist der Kasi. Der Kasi ist ein Lexikon, was US-Cars betrifft. Und mit ihm machst du das. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dann Aufträge bekomme im US-Car-Bereich, dann rufe ich Kasi an. Und Kasi kann mit in der Sendung rein. Und so fing es an. Und jetzt gehen wir mal in die erste Folge rein. Hochgeladen wurde es am 24.11.2014. Das ist krass, wie die Zeit rennt. Das ist Wahnsinn. Und wir fangen mal an. Also es war für mich
Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie es war, wenn du zum ersten Mal im Fernsehen bist, dann kommt die ganze Familie, kommt und guckt sich das Ganze an und das ist so hypernervös. Ich konnte kaum abwarten, dass es endlich läuft und dann kriegst du ein WhatsApp nach dem anderen. Ey, cool, cool, cool oder Hamid, was hast du da gemacht und so weiter und so weiter. Und ja, so fing es an, damals mit Continental Cars und für mich das Wichtigste, ich bringe nur spektakuläre Autos in diese Sendung rein. Hoch in Kurs. Hamid besorgt den Wunschlambo für jeden, der ihn bezahlen kann. Und wie er es klassisch mag, für den gibt es auch eine Lösung. So, und jeder, der jetzt mal googelt, wann der erste Huracan rauskam, der ganz neue Lamborghini, das war Ende 2014, Anfang 2015. Und ich war einer der Ersten, der das Auto hatte, in Rosso Mars, in Rot Metallic und innen Bicolor Schwarz-Rot. Und das Auto musste ich natürlich direkt in die Sendung bringen, weil das war Champions League, das Auto damals schon zu haben. Und mein Intro, oh mein Gott, da habe ich echt, das war so. Es ist so krass, wenn du das zum ersten Mal über dich, heutzutage ist es ja normal geworden. Da guckst du dir das an und dann verstehst du da auch viel mehr, wie es geschnitten wurde und so weiter. Aber damals war ja alles, habe ich noch mein Wiesmann MF5 gehabt, eine Sunseeker Edition, ein One-of-One. Den hat Friedhelm Wiesmann mir persönlich signiert auf meiner Sonnenblende, wie ich angezogen war, alter Schwede. Ey. Das ist einer der Sportwagen des Jahres, der Huracan. Rund 10 Jahre hat sich Lamborghini für den Kampfstier Zeit gelassen. Das macht begehrt. Allein im ersten Monat nach der Präsentation... 255.000 Euro für einen Huracan. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ne, die Sendung ist jetzt 7 Jahre alt, circa 7 Jahre alt. Und der Huracan hat 2,55 gekostet. Versucht mal jetzt für 2,55 einen Huracan Evo zu bekommen. Das ist krass. Das ist krass. Frisch, das ist meistens nur Gott, guckt euch mal meine Ärmel an. Oh mein Gott. Das heißt, da hat man Uhren noch getragen und so weiter. Komplett anderer Typ. Zur Verfügung gestellt für Probefahrten und für Ausstellungszwecke. Aber die dürfen noch nicht verkauft werden. Und wir haben das große Glück, dass wir so. Ja, das war immer das Wichtigste für mich. Ich wollte immer die Autos als allererstes haben. Und das hat immer viel Energie gekostet, viel Zeit gekostet. Aber da war ich. Ich war zu 90% immer der Erste. Immer der Erste. Und das ist heute noch so. Gott, guck dir. Ich glaube, ich habe da 8 Kilo mehr gehabt. Das war zu meinen Spitzenzeiten. Ne? Da habe ich habe mich nur von Kinderriegel ernährt. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Ich habe 6-7 Tafel Kinderschokolade weggehauen am Tag. Ich hatte keine Zeit zum Mittagessen. Ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet. Oh, ein bisschen Elvis Presley war ich schon, ne? Oh mein Gott, meine Schuhe. Guckt euch bitte meine Schuhe an. Was war los mit mir? Das ist natürlich ein super Auftrag. Ich finde es persönlich sehr cool. Ich würde mich auch unheimlich gerne selber darum kümmern. Aber dadurch, dass ich noch 2 Kundentermine habe, einmal auf den Huracan, auf den Lamborghini Huracan und einmal mit meinem Fußballer. Ja, das war auch nochmal ganz wichtig. Sport 1 hat er natürlich gesagt, wir sind ein Sportsender. Wir müssen es irgendwie rechtfertigen gegenüber unserem Mutterkonzern. In jede Folge muss ein Fußballer erscheinen. Und dadurch, dass ich natürlich bei den Fußballern gut connected bin, habe ich auch tatsächlich in jede Folge einen Profifußballer besorgt. 7 Folgen. Nach 7 Folgen wurde es echt dünn, weil viele Fußballer zu dem damaligen Zeitpunkt und jetzt auch wie heute Verträge haben mit irgendwelchen Autoherstellern. Und dann konnten sie natürlich nicht auf einmal, wenn ein Bayern-Spieler ein Audi fahren muss, auf einmal kommen und sagen, wie cool er den Mercedes SLS findet. Das ging natürlich nicht. Und das war dann immer so ein Kompromiss. Was machst du nicht? Dann kam kurz vorher Absagen. Das war schon mühselig. Es war schon echt heftig. Darauf verlässt sich Hamid. Gott, da haben wir eine Barkasse genommen, sind da eingestiegen. Und das hat alles der Marc organisiert, ja. Auf einmal hieß es ja, wir fahren jetzt los. Wir haben ein Boot organisiert. Und da fahren wir hin. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, das ist oberpeinlich gewesen für mich. Alle gucken dich so an, wer ist denn das überhaupt? Kennt man den nicht? Was machen die denn da? Und das sind ja diese fetten Kameras, Fernsehkameras. Ist nicht so wie bei YouTube, diese kleinen, das sind diese fetten Dinger. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf, habe ich immer noch nicht. Das war schon krass, das war mega peinlich. Das war oberpeinlich. Und Probefahrt im Huracan. Meine YouTube-Videos könnt ihr euch ja weltweit anschauen. Aber es gibt viele YouTube-Inhalte, die könnt ihr nicht euch überall anschauen, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder sonstiges. Und da hilft euch ein VPN weiter. Über diesen Dienst kannst du sozusagen deinen realen Standort vertuschen.
Er leitet deinen gesamten Datenverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. So umgehst du die YouTube-Sperre. Hier kann ich euch CyberGhost vorstellen. Es gibt so viele VPN-Server, aber CyberGhost ist einer der weltführenden Anbieter mit über 38 Millionen Nutzer und am häufigsten bei Trustpilot und außerdem noch bei großen anderen Websites wie computerbild.de, pcwelt.de oder chip.de empfohlen. Weitere Plattformen, die du mit CyberGhost entsperren kannst, sind beliebte Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und BBC iPlayer. Du wirst also niemals am Zugriff auf deine Lieblingswebsites gehindert. Und in Deutschland kann man sogar Formel 1 kostenlos auf dem österreichischen Sender ORF sehen. Es gibt mehr als 8000 Server in 91 Ländern. Du musst gar kein Technikgenie dafür sein. Geht einfach unten in die Beschreibung rein und klickt drauf und lädt euch CyberGhost runter. Bringt Hamid. Boah, das war schon damals gewaltig, den Lamborghini Huracan. Ihr müsst euch das so vorstellen, als ob das war so gefühlt nach 10 Jahren ein neues Modell. Das war Wahnsinn, das war unfassbar. Und einer der ersten zu sein, dann noch in so einer auffälligen Farbe, das war krass. Klar, ist ja ein Bentley Continental GT Speed. Gott. Das heißt, das ist eigentlich genau das. Ich war so nervös, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da, in dem Augenblick waren drei Kameras auf mich gerichtet. Und dann sagst du entweder, das ist richtig oder ich möchte ein paar Änderungen haben. Das war ein super Bentley. Das war ein super Bentley. Den habe ich in grau-matt geklebt. Das war damals eine ganz, ganz neue Farbe. Und habe ein Onyx Bodykit draufgehauen, aber ganz dezent nur die Schweller gemacht. Und hinten im Heckdiffusor was gemacht. Und dann die großen Manzuri-Felgen damals drauf. Das war geil. Genau. Kleine Nuance gesetzt. 625 PS, auch also jetzt mit 630 PS sogar aktuell. Und hat auch eine Edelstahl-Sportausrüstung. Ja, das ist heutzutage nicht mehr so ganz erlaubt. Damals gab es die Autosuche noch nicht. Damals warst du ein bisschen freier, aber jetzt ist ja vorbei. Das heißt, also das Auto ist voll. Also es gibt nichts mehr bei Bentley, was du ankreuzen könntest. Ja, das war immer wichtig. Wenn du ein Bentley bestellst, pack alles rein. Pack alles rein. Heute noch. Nicht ganz überzeugt. Einen Schritt weiter soll es schon mit dem Lamborghini Huracan gehen. Dieses Modell ist eines der ersten. Die Wartezeit beträgt aktuell etwa 6 Monate. Damals 6 Monate fanden wir zu lang. Heute bist du froh, wenn du nach 6 Monaten dein Lamborghini bekommst. Da kannst du auch ein Jahr dazu packen. Hallo. Wir haben noch mal einen Anruf bekommen auf den Huracan. Da ist auch ein Stammkunde von uns gewesen, der das Auto... Mein Blackberry, ich war schon immer Blackberry-Fan, also ja, manchmal schimpft er, was ist das für ein Handy? Ich habe immer noch ein Blackberry, ich liebe das. Es gibt eine gewisse Grenze. Also geht's weiter mit dem Technikcheck. Der Technikcheck ist natürlich immer so eine Sache, es war natürlich ein Neuwagen. Aber trotzdem guckst du rein, ob alles okay ist, ob alles sauber ist, ganz wichtig. Weil wenn der Kunde kommt, der eh schon bereit ist, über Neuwagen zu bezahlen und sagt hier einfach, ey komm, ich will jetzt das Auto haben, aber das Auto muss perfekt sein. Da musst du akkurat sein, da darf nicht ein Fleck auf dieses Auto sein. Es sind die Details, die stimmen müssen. Gerade im Luxus-Sportwagen-Segment können Kleinigkeiten entscheiden. Oh. Und schon rollt der 16-Uhr-Termin auf den Hof. Jetzt ist er der da. Speditionskaufmann aus Hamburg hat sein Geld im Export verdient und schon einmal einen Wagen bei Hamid geleast. Guten Tag, Herr Liesecke. Herr Mossadegh, grüße Sie. Na. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Mossadegh, Herr Giesecke. Perfekt, und da hinten wird Mercedes verkauft. Das sieht ja stark aus. Absolut, absolut, absolut. Ist auch die gleiche Farbkombination, die Sie vorher mit Ihrem Salado hatten. Ja. Nur, dass sich das Auto jetzt... Im Wesentlichen. Und jetzt läuft das so noch so ab. Hey, guck dir mal die Kiste an. Ist das nicht ein geiles Auto? Guck dir mal die Farbe an. Guck dir mal die Felgen an. Der hat Keramikbremsen. Ist jetzt Serie. Aber egal. Hat er Klima. Hat er Sitzheizung. Hat er. Die Welt hat sich komplett geändert. Komplett. Der kommt da rein mit einem Anzug und hallo, Herr Giesecke. Sie. Nein. Das ist echt Wahnsinn. Der komplett verändert. Der sieht ja ganz anders aus. Also nicht ganz anders, aber die hat einiges verändert. Ja, da haben sich die Italiener jetzt lange Zeit gelassen. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich die Punkte durch und dann freue ich mich auf eine ausgiebige Probefahrt. Gerne, das würde mich freuen. Eine Probefahrt würde eigentlich nie stattfinden bei so einem Auto. Alter, entweder du willst den Huracan haben oder nicht. Ich war einer der Ersten, vielleicht waren zu dem Zeitpunkt 10 Stück in Deutschland zugelassen oder beziehungsweise überhaupt inseriert. Ein Lambo mit Start-Stopp-Automatik, damit der 10-Zylinder die Umweltnorm schafft. Für Sportwagenfans absolute Nebensache. Die wollen lieber die 610 PS in Aktion sehen. Und genau das
soll jetzt. Ich hatte immer meine Standard-Probefahrtrunde. Landstraße bis Elbtunnel, das heißt bis A7. Da war das Auto immer warm, immer warm, immer schön Temperatur erreicht. Und einmal durch den Elbtunnel und dann im Race-Modus, Corsa-Modus oder Sport-Plus-Modus, je nachdem, was das für ein Auto war. 80 ist in den Elbtunnel erlaubt, war zumindest damals. Und dann habe ich immer gesagt, so fahren Sie mal jetzt runter auf 50, da sind wir zwei Gänge runter. Und dann hat er Gas gegeben, so auf 80, 85. Zu 80% war das Auto dann da verkauft. Wie dieser Kunde, der jetzt auf die Straße will. Oh Gott, ich vermisse meinen Wiesmann so sehr. Das ist unglaublich, das Gefühl, ne? wenn der kompletten Kraft... Oh, da seht ihr den Kameramann, wie er von der Seite rausgefilmt hat. Habt ihr gesehen? Das ist krass, da guckt er da. Bei Minute ist 34, 26. Guckt ihr genau, Autobahn hat er die Seitentür aufgemacht und filmt raus. Die seitliche Aufnahme. Als Sie vorhin sagten, diese Alltagstauglichkeit, also alltagstauglich würde ich mal nicht sagen, aber dieses normale Fahren, was möglich ist, ich habe es erst nicht geglaubt. Okay. Aber jetzt so dieser... Ja, das ist genau die Szene, die er dann dreht. Ganz normal. Ja. Da kann sich die Frau reinsetzen. Und losfahren. Ja, sicher. Spätestens jetzt hat der Kunde Feuer gefangen. Und Hamid hat jetzt noch einen Trumpf im Ärmel. Dafür muss es aber noch mal kurz über die Landstraße gehen. Ich merke natürlich, was möchte der Kunde. War natürlich ein wunderschönes Auto. Auch jetzt im Hintergrund hier bei den gesetzten O-Tönen. Da musst du die Beleuchtung richtig anpassen und dann kommen die ganzen Fragen zum zu der Folge und die musst du beantworten. Und dann, für euch war das ja immer so ganz kleine Ausschnitte. Ja, da saßen wir einen halben Tag dran. Einen halben Tag. Hamid wählt die Rennstreckeneinstellung für den Tunnel. Genau. So, und jetzt kommt Corsa-Modus und ab Elbtunnel. Da, jetzt sind wir drin. Halten Sie mal ein bisschen Abstand, bitte. So, und jetzt gehen Sie mal in Corsa rein. 66. Genau. Und jetzt kommen Sie mal einen Gang runter, bitte. Und geben Sie Gas. Und zack. Und jeder denkt jetzt in dem Beitrag, wir sind da 150, 160 gefahren. Nein. Es ist der in Elbtunnel, brauchst du nur 30, 40 km/h zu beschleunigen im Corsa-Modus, zwei Gänge runter und die Kacheln fliegen ab. Das ist es, was Lamborghini-Kunden erwarten. Die Möglichkeit, mal richtig drauf zu drücken. Dann wird meine Kollegin Ihnen das alles per E-Mail schicken. Gerne. Komplett. Und dann schicken Sie das alles zurück und dann geht das seinen Weg. Und dann geht das einfach seinen Weg. Alles klar. Vielen Dank. Auch Kasi geht jetzt auf Probefahrt. Er will einem 66er Mustang auf den Zahn fühlen. Der Wagen macht einen guten Eindruck. Und selbst die fast 50 Jahre alte Klimaanlage funktioniert. 31 glatt. Dafür musst du die drei Sachen machen und mir den in die Halle von Hamid bringen. Okay, 31. Alles klar. Alles klar, ja. Vielen Dank. Bei den Hamburger Autoperlen. So, jetzt holt er sein Auto ab. Der Mustang war echt schön. Der Lamborghini Huracan hat natürlich auch geklappt, aber um meinen Kunden zu schützen, in dem Segment haben wir die Geschichten immer offen gelassen. Also für euch immer offen gelassen. Das war immer ein Kundenwunsch. Es war auch nicht immer einfach, die Kunden vor die Kamera zu bekommen. Heute ist es noch schwieriger geworden. Und deswegen haben wir die Kunden immer geschützt. Und dann hieß es immer, ja, wir schicken ihm die Verträge und dann gucken wir, was passiert. Das heißt, es ist immer offen geblieben. Aber so im Oldtimer-Segment, der war offen dafür und das war schon geil. Das war schon ein geiles Auto und das hat er auch genommen. Bitte. Hat auch ein GT-Tacho-System. Und eine Sache muss ich noch an Marc sagen. Ich wette mit dir, du schaust dir diesen Beitrag an. Ich sollte immer die gleichen Klamotten anziehen. Jetzt, wenn ihr die aktuellen Folgen von Hamid sucht, habe ich nie die gleichen Klamotten, weil das sind ja verschiedene Tage. Da habe ich 3, 4 Drehtage die gleichen Klamotten angehabt. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Klamotten am vierten Tag waren. Steves Erstkontakt mit seinem Traumwagen. Hamid lässt ihn erstmal auf. Oh Gott, ich sitze da wie so ein Puddingplunder in so einem Ford Mustang, ey. Krass. Oh, 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 was für eine Kameraoptik. Alter Schwede. Der Hammer. Ja, absolut. Ich bin oberbegeistert. Auch wenn der Unterschied zu einem Neuwagen gewaltig ist, dem Sound eines V8 kann sich niemand entziehen. So ein typischer Mustang-Typ, ne? Passt da richtig gut. Eine Kaufentscheidung ist noch nicht gefallen.
Und Steve? Top Auto. Gefällt mir sehr. Ja? Ja. Sehr gut. Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast alles? Absolut. Okay, perfekt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wo liegen wir denn preislich? Boah, ich war so streng. Warum war ich so streng? Exakt das, was du dir vorgestellt hast. Alles klar, das war's. Genau bei 35.000 Euro. Perfekt, super. Dann würde ich sagen, wir gehen in mein Büro und dann besprechen wir die restlichen Sachen. Alles klar. Okay, super. Ja, so. So, meine Lieben, das war meine allererste Folge TV Hamburger Autoperlen. Ja, ich kann immer noch sagen, es waren schwierige Zeiten, es waren komische Zeiten zwischendurch, es waren sehr turbulente Zeiten. Die eine Sache hat auf Anhieb geklappt, die eine Sache hat gar nicht geklappt, es wurden kurz vorher die Termine abgesagt. Das ist unfassbar, wie viel Arbeit hier hinter gesteckt hat. Und das bei Folge 1. Folge 2. Ab Folge 5 wurde es ein bisschen besser und ein bisschen lockerer. Aber nichtsdestotrotz, es war ein ganz, ganz harter Weg. Es war ein harter Weg, aber ich habe immer gewusst, wenn ich authentisch bleibe und wenn ich die Möglichkeit habe, meine Welt euch in 20, 25, 30 Minuten zu zeigen, dass ihr alle seht, dass das alles ganz locker ist, dass jeder nur mit Wasser kocht und jeder entspannt ist, egal in welchem Segment er Autos kauft. Das ist mir wichtig, dass wir alle gleich sind. Wenn ihr noch mehr Reaction-Videos haben wollt, schreibt mir das rein in die Kommentare und schreibt mir auch rein, was ihr genau wissen wollt. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Aber jetzt noch mal ein paar Sachen im Überblick, was CyberGhost betrifft. Einmal CyberGhost-Abo nutzen, aber dazu könnt ihr noch 7 Endgeräte mit anschließen. Es werden niemals Daten von euch aufgezeichnet oder gespeichert. Die App ist für Windows, Mac, iOS, Android und alle Smart-TVs, Spielkonsolen und Linux verfügbar. Alle Lieblingsserien, egal wo, uneingeschränkt sehen. Durch diesen Link könnt ihr 84% auf CyberGhost VPN erhalten. Es sind dann nur 1,94 Euro pro Monat und dazu 4 Monate kostenlos. Falls euch dieses Angebot dann nicht zusagt oder ihr sagt, ich brauche das doch nicht, habt ihr eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt, also gebt Gas. Als nächstes kommt ein Reaction-Video auf meine allererste Grillfolge. Und jetzt frage ich euch, welche Folge war denn das? Wer weiß das von euch? Schreibt das mal in die Kommentare.